Was ganz sicher passieren wird, ist unangenehme Arbeiten. Werden teuer. Wissen Sie, nach Grundeinkommen hat das Geld eine andere Bedeutung. Jedes Geld, was ich verdiene, kriege ich obendrauf. Wenn wir das ganze Volk dahin bringen, für einen Euro oder einen Großteil des Volkes für einen Euro oder gar nicht zu arbeiten, wer kauft dann noch irgendwas? Reicht nur, um am nächsten Tag wieder dazustehen und zu nicken. Wenn erster großer Widerstand ist, dann geht ja keiner mehr arbeiten. Nämlich in der politischen Landschaft ist man sich relativ einig, dass es ein Grundeinkommen geben soll. Mit dem Wort bedingungslos scheiden sich die Geister. Weil alle politischen Richtungen, die heute existieren, außer uns, der Meinung sind, dass man das Geld nicht bedingungslos ausgeben darf, sondern nach Bedürftigkeit. Nach Bedürftigkeit heißt aber, man gibt es den Menschen erst dann, wenn sie nachgewiesen haben, dass sie bedürftig sind. Das ist das eine. Und dann muss man sie auch schön kontrollieren, das ist das andere. In den politischen Parteien gibt es nur Unterschiede in der Richtung, wie hart man die Kontrollen macht. Die Linken wollen sie etwas weicher machen. Die wollen auch ein bisschen mehr Geld geben, aber die Kontrollen müssen bleiben. Rationalisierung ist seit 150 Jahren der Zug, man setzt Maschinen ein, man macht die Produktion schlanker, einfacher, man produziert natürlich mit den Kräften auch ganz andere Sachen, als früher der Fall war. Heute hat man einen Bauern, wo man früher 300 brauchte und so weiter und so fort. Ich glaube, 1% der Bevölkerung sind heute noch Bauern. Noch vor dem Zweiten Weltkrieg lag es ungefähr bei 90% oder so. Ich kann mich mit Zahlen immer täuschen, aber so ungefähr sind die Verhältnisse. Und so geht das in allen in der Produktion schlechthin. In der Verwaltung wird auch rationalisiert ohne Ende. Ein Knopfdruck heute, man hat 2000 Leuten eine E-Mail gemacht. Das sah früher anders aus, wenn man Briefe machen musste. Dabei muss man andersrum sagen, die Rationalisierungsbestrebungen in der Wirtschaft sind der Innovationsmotor schlechthin. Es ist was außerordentlich Innovatives, wenn man Arbeiten, wo man vorher viele Menschen brauchte, mit wesentlich weniger Kosten durchführen kann. Dadurch werden die Leistungen auch wesentlich billiger, das ist der Vorteil. Und wenn man die Menschen aus Arbeit freisetzt, das ist doch durchaus was Sinnvolles, zum Beispiel, wenn man eine Waschmaschine sich nach Hause stellt, die Hausfrau oder wie immer, von 4 Stunden Arbeit in der Woche freizustellen. Und das Problem ist aber, dass unser Sozialsystem damit nicht zurechtkommt. Unser Sozialsystem geht davon aus, dass Vollbeschäftigung da sein muss. Zum Teil hängt es damit zusammen, dass der Staat Geld aus der Arbeit zieht, also Steuern und Sozialabgaben aus der Arbeit zieht. Wenn man dann sagt, die Arbeitermenge schrumpft immer mehr zusammen, weil die Industrie die Arbeiter freisetzt, ist das ein staatliches Einkommensproblem für den Staat auf der einen Seite, für die Steuern und für das Sozialsystem, was sich daraus bezahlt. Man kann das durchaus verstehen. Aus der CSU, der Peter Kloß, der war Wirtschaftsminister, der hatte vor, Vollbeschäftigung herzustellen. Es kann sein, dass das Konzept wieder aufgenommen wird. Und zwar ganz einfach dadurch, dass er sagt, Hartz IV wird abgeschafft und die Mindestlohnvereinbarungen oder was immer werden auch abgeschafft. Und dann gilt, Hartz IV kriegt nur noch, wer 39 Stunden arbeitet. Mindestens 39 Stunden. Michael Kloß heißt, habe ich Peter Kloß vorhin gesagt, um Gottes Willen. Ich muss mich entschuldigen, Sie, meine Damen und Herren, es ist ganz schrecklich, aber manchmal passiert sowas. Michael Kloß heißt er. Der deutsche Michel, aber ganz tief mit der Mütze im Gesicht. Zu dem Thema. Aber ist das wirtschaftlich gedacht? Zunächst klingt das total gut. Jeder Arbeitgeber freut sich, wenn er Leute umsonst kriegt. Ne? Das Problem an der Geschichte ist nur, und das verstehe ich nicht, wie er das übersehen konnte, dass eine gute Wirtschaft, ein guter Betrieb nicht an vielen Mitarbeitern interessiert ist. Kein guter Betrieb ist an vielen Mitarbeitern interessiert, sondern jeder gute Betrieb heutzutage ist daran interessiert, mit Minimum an Aufwand maximale Leistung hervorzubringen. Und das kriegt man nicht hin mit 1-Euro-Jobbern. Bei 1-Euro-Jobbern muss man statt, wenn ich Zahnpasta-Produzent wäre, ich würde alles die Maschine machen lassen, dann werde ich da von staatlicher Seite an der Rationalisierung gehindert. Dann muss ich, anstatt dass ich 2 Maschinen hinstelle, lauter Hallen bauen, wo die Leute sich aufhalten, ne, und dann, wo sie pinkeln gehen können und essen gehen können. Und dann brauche ich was, wo sie
wo diese Leute dann verwaltet werden, große Verwaltungsapparate, alles muss überwacht werden, weil die Leute, die da arbeiten, genau wissen, dass das eigentlich nicht ihre Sache ist. Ne, für einen Euro, wer arbeiten geht, der muss einfach überwacht werden, weil da fehlt also wirklich jede innere Motivation und Rechtfertigung für so eine Arbeit. Alles muss überwacht werden, da kriegt man Scheinbetriebe, da wäre die DDR aber sicher hochmodern dagegen. So, das ist der eine Punkt. Die wirtschaftliche Innovationskraft wäre gedrosselt, abgewürgt gewesen. Und das Zweite, was der Peter Gloß überhaupt nicht auf dem Bildschirm hatte, und dafür gehört ihm der Titel Wirtschaftsminister das zweite Mal abgesagt, das ist, dass dann das Volk gar keine Kaufkraft hat. Wenn wir das ganze Volk dahin bringen, für einen Euro oder einen Großteil des Volkes für einen Euro oder gar nicht zu arbeiten, wer kauft dann noch irgendwas? Erster großer Widerstand ist, dann geht ja keiner mehr arbeiten. Geld muss so hoch sein, dass man eigentlich durchgehend damit leben kann. Sich auch mal eine Waschmaschine leisten kann, wenn sie kaputt ist. Dass man nicht dazu verdienen muss. Ganz wichtiger Punkt. Die 1000 Euro sind an heutigen Verhältnissen gemessen. Als ich vor 3 Jahren angefangen habe, habe ich noch von 800 Euro geredet. Das kann sein, in 3 Jahren reden Leute von 2000, man weiß ja nicht. Es dreht sich darum, dass man gerade so ausnivelliert in Ruhe leben kann, wenn man das will. Dann kommt das große Problem, keiner geht mehr arbeiten. Sage ich, jein. Nach Grundeinkommen heißt es, niemand arbeitet mehr für die Existenz. Jeder arbeitet nur noch entweder zur Steigerung der Lebensqualität, der eigenen oder der Welt, oder für den Sinn der Arbeit selbst. Das kann man gar nicht deutlich genug sagen, was das heißt, für den Sinn der Arbeit selbst zu arbeiten. Wissen Sie, wenn man heute sich fragen würde, wo arbeite ich für den Sinn der Arbeit selbst, da kann man eigentlich nur immer bei den sogenannten Ehrenamtlichen gucken. Und das wird kommen durch Grundeinkommen, weil man ist dieser Notwendigkeit, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, enthoben, endlich. Das ist eine Frage der Moral. Die Frage ist es nicht unmoralisch, Leuten Geld zu geben, bevor sie arbeiten, die war absolut richtig. Es ist nämlich unmoralisch, für Geld zu arbeiten. Es ist moralisch, für die Dinge selbst zu arbeiten und weiter nicht. So, jetzt hat natürlich der Idealist gesprochen. Kann man sagen, hat der Hernisch ein bisschen realistischere Vorstellungen von der Welt, redet uns hier so philosophisches Zeug daher. Ne? Ja, würde die Leute noch was tun oder nicht? Ne? Auch wenn es um Sinn der Arbeit geht. Tun die noch was oder nicht? Ne? Es gibt so ein Urteil, wenn man Leute befragt, gehen die Leute arbeiten, sagen alle, wahrscheinlich nicht. Und dann sagt man, wie arbeitest du noch? Dann sagt er, ja, aber das reicht mir nicht. Das ist meistens so. Aus irgendeinem Grund sagen die Leute, sie würden doch was tun. Weil viele fühlen sich gar nicht wohl, wenn sie nichts tun. Ne? Also das Nichtstun ist nämlich eigentlich, man muss es mal ausprobiert haben. Ne? Dann merkt man, dass Nichtstun hat durchaus sehr anstrengende, entwürdigende Seiten. Ne? Also das ist wirklich ein Phänomen. Also ich bin ja selber auch Ergotherapeut, ich habe länger mit Leuten, die richtig starke psychische Störungen hatten, zusammengearbeitet und die hatten also wirklich als tiefes Programm nichts tun zu wollen und man hatte nie das Gefühl, dass sie irgendwie glücklich sind. Also sowas in der Richtung. Also die Arbeitgebersituation ist folgende, nach Grundeinkommen. Heute haben Arbeitgeber den riesigen Vorteil, dass sie Leute kriegen, billig kriegen, aber die Leute wollen vielleicht gar nicht arbeiten. Die kriegen sie von den Ämtern, die kriegen sie von überall her. Wenigstens im niederen Sektor wollen die Leute nicht arbeiten. Und im höheren Lohnsektor kommen die Leute nicht, weil sie unbedingt die Arbeit haben wollen, sondern weil sie nicht arbeitslos werden wollen. So was gibt es nämlich auch. Das ist wirklich wie in den alten Ehen. Ich heirate Hauptsache irgendwen, damit die Basis stimmt. Ne? So was. Ne? Leben. Sehen Sie, wenn man fragt, arbeitet dann keiner mehr was? Da muss man sofort sagen, die Reichen arbeiten weiter. Auf jeden Fall. Und die haben plötzlich ein Problem. Wenn nämlich von denen, die vorher schlecht behandelt worden sind oder irgendwie oder so, keiner mehr arbeiten kommt, dann haben die nicht das Problem. Wenn ich als Zahnarzt da stehe und mein Personal kommt morgens nicht mehr, ich kann nicht mein Ding selbst putzen, sämtliche Verwaltungsarbeiten machen, die Leute begrüßen und putzen und so weiter und so fort. Das geht nicht. Ich brauche Leute. Sehen Sie, und da kommt der Punkt, die Reichen, die wissen heute schon, wie sie Reklame machen. Ich will es mal so auf diesem Sektor sagen. Die werden beginnen, um die Leute zu betteln. Der Punkt ist aber, sie können keine Notlage mehr ausnutzen. Und da ist der zweite grandios tiefgreifende Punkt im Grundeinkommen sofort mit verbunden. Es hört auf, dass man eine Notlage ausnutzen kann.